In dieser Lektion geht es darum, dass wenn der Manual-Impuls gut klappt, erste Manuals in der Ebene schon ein gutes Stückchen gehen, nun auch wirklich lange und auch schnellere Manuals klappen und man auch natürlich auch immer die seitliche Balance, das Gleichgewicht halten kann. Bevor ihr in das Gefälle geht, also bergab oder die Geschwindigkeit steigert in der Ebene, stellt noch einmal sicher, dass die seitliche Balance im Manual gut klappt. Dafür könnt ihr nochmal die isolierte Übung machen im Rollen. Vorderrad ist am Boden, leicht nach hinten gelehnt in der Hocke. Das linke Knie nach außen, das rechte Knie nach außen, diese Ausgleichbewegung und auch mal die Schulter, den Oberkörper seitlich hin und her bewegen. Diese intuitiven Ausgleichsbewegungen braucht ihr nachher auch im Manual. Für schnellere Manuals ist es jetzt wieder das Schritt-für-Schritt-Prinzip. Er steigert das Tempo peu à peu und dann fühlt sich euer Kopf sicher und ihr könnt die Technik anwenden. Nun ist es so, probiert ruhig beide Varianten. Den Manual, wo ihr erstmal klein bleibt, mit dem Gesäß eher Richtung Hinterreifen. Und dann auch mal den Manual, wo euch sofort bei einem Impuls schon groß macht, die Beine etwas gerader werden. Dann könnt ihr entscheiden, womit ihr euch bei hoher Geschwindigkeit wohler fühlt und dann passend daran die richtige Variante auswählen. Viele, die den Manual bergab üben, machen das auf einer Asphaltstraße, die den Berg hinuntergeht. Bitte macht es nur, wenn der Verkehr einfach sehr ruhig ist, am besten keine Autos und fahrt in der Mitte der Straße, nicht direkt an der Bordsteinkante, damit ihr auf keinen Fall in Sturzgefahr geratet. Damit die Manuals immer länger werden, kommt die Beinarbeit immer mehr ins Spiel, sprich das Strecken und Beugen der Beine. Gefühlt das Hinterrad unter sich nach vorne schieben, spielt die entscheidende Rolle, wenn ihr verhindern wollt, dass das Vorderrad wieder zu Boden fällt. Auch dabei braucht ihr eine Menge Geduld, weil damit das aus dem FF automatisch sauber abläuft, muss man sehr viele Wiederholungen gemacht haben. Bleibt am Ball für lange Manuals, be safe auf jeden Fall, Bremsfinger, vielleicht fühlt ihr euch wohler mit einem gepolsterten Rucksack, mit Rückenprotektor oder auf einer Wiese, die bergab geht, dann könnt ihr euch steigern. Wir machen weiter mit der nächsten Lektion. In dieser Lektion geht es darum, dass ihr den Manual, wenn ihr ihn beherrscht, auch im Trailalltag nutzen könnt. Sprich, wo bringt ihr euch viel, wann ist es einfach mehr Spielerei für Challenges? Ich möchte euch ein paar Tipps dazu geben für die Anwendung. Was auf natürlichen Trails häufig sehr angenehm ist, dass man kleine Wurzeln oder Dinge, die eurem Vorderrad helfen, in die Luft zu kommen, nutzen kann. Für kleine Manuals, das bringt Abwechslung und Spaß. Nachher könnt ihr es auch in bestimmten Passagen praxisgerecht anwenden. Ein gutes Beispiel sind Pfützen, Schlammlöcher, kleine Mulden. Sprich, wenn euer Vorderrad droht einzusinken, ist es häufig gut, sich schon für den Manual zu entscheiden und die Pfütze oder das Schlammloch oder die Mulde auf dem Hinterrad durchzurollen. Es gibt auch immer mal wieder Wurzelpassagen mit nicht allzu dicken Wurzeln, die sich sehr gut im Manual bewältigen lassen. Da habt ihr den Vorteil, dass euer Vorderrad die Wurzeln nicht berührt. Wenn diese leicht feucht sind oder hängen, könnt ihr so nicht wegrutschen und habt auf jeden Fall einen Sicherheits- und Kontrollgewinn. Ihr werdet merken, es gibt sehr viele Optionen, den Manual im Trail anzuwenden. Manchmal nur aus Spaß, häufig aber auch mit viel Nutzen. Seid kreativ, schult euren Blick. Wann könnt ihr das Ganze anwenden? Wir machen weiter mit der nächsten Lektion. In dieser Lektion geht es darum, wenn man den Bikepark besucht, wenn man Flowtrails besucht, wie kann man da den Manual optimal nutzen? Nicht nur zur Poser-Funktion, sondern einfach, damit es im Gelände auch Sinn macht. Ein sehr häufig anzufindendes Beispiel ist das Upsurfen von Wellen im Pumptrack oder im Flowtrail. Das hilft euch, den Bodenkontakt zu wahren, wenn ihr zwei Wellen nicht als Double springen wollt, aber trotzdem eine hohe Geschwindigkeit habt, könnt ihr es einfach auf dem Hinterrad durchmanualen und ihr behaltet den Speed und die Kontrolle. Fangt dabei an, in einer Gerade im Pumptrack oder im Flowtrail zu rollen. Wenn das Vorderrad den Hügel hochrollt, werft ihr euren Körperschwerpunkt nach hinten, bleibt dabei erstmal klein. Euer Vorderrad wird dann in der Luft bleiben. Denkt an die hängende Ferse. Nun kann euer Hinterrad durch die Senke durchrollen. Dabei wird man wieder größer und zentraler. Ihr könnt natürlich die zweite Welle noch mit abrollen oder euer Vorderrad so fallen lassen, dass es auf die Rückseite der zweiten Welle landet. Diese Technik, die ihr an Pumptrack-Wellen geübt habt, könnt ihr auch nutzen, wenn ihr auf einem Trail seid mit höheren Tables. Ihr kommt auf den Table zu, merkt, die Geschwindigkeit ist zwar hoch, aber nicht schnell genug, um den Table voll abzuziehen.
damit ihr nicht nur komplett den Table wegschluckt und oben auf der Fläche stumpf landet, könnt ihr ihn auch auf dem Hinterrad absurfen. Entweder die komplette obere Fläche oder auch noch die Landung mit. Das hält die Geschwindigkeit und macht auch eine Menge Spaß. Fangt dabei bei kleinen oder mittleren Tables an. Steigert euch Step by Step auch mit der Geschwindigkeit und ihr werdet merken, die Technik, die ihr von den Pumptracks kennt, lässt sich ja gut anwenden. Den Manual Impuls, also den Start für den Manual, könnt ihr auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel im Bikepark auf einen Drop-Two fahrt, den ihr sehr spät gesehen habt. Die Geschwindigkeit ist nicht sehr hoch. Ihr wollt ein Absacken des Vorderrads verhindern. Schubst den Lenker dynamisch nach vorne, dann wird euer Vorderrad entlastet und ihr könnt sicher mit beiden Rädern landen oder mit dem Hinterrad zuerst. Und natürlich im Bikepark und auf dem Trail hilft euch der Manual Impuls mit der L-Form, wo man am Anfang, wenn man den Lenker schubst, klein bleibt, auch für den Bunnyhop. Weil ihr für einen Bunnyhop, zum Beispiel bei einem Hindernis, erst das Vorderrad in die Luft bringen müsst. Das macht ihr mit diesem Impuls. Die Beine sind dann noch gebeugt und ihr könnt explosiv abspringen. Die Beine strecken sich. So könnt ihr auch den Manual-Impuls als Anfangssequenz des Bunnyhops anwenden. Natürlich sind viele von uns durch die Internetvideos der Profis inspiriert. Man kann auch auf eine Step-Up-Box springen, im Manual landen. Man kann auch im Manual auf ein North Shore Brett fahren und dann direkt davon droppen. Das sind aber Manöver, die sehr gefährlich sind für sehr, sehr fortgeschrittene Biker. Da solltet ihr, wenn ihr das übt, auch mit kleinen Drops und kleinen Step-Ups üben, damit ihr nicht zu viel Risiko dabei habt. Bleibt dabei, der Manual ist ein Spaßmanöver. Man kann viel variieren. Das waren meine Tipps dafür, Step by Step, und ihr werdet auch zum Manual Master.